Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Dead Space 3. Wir müssen auf der Suche nach unserem Arktis-Anzug durch diese Tür hier und uns dann dem einen oder anderen Uralt-Kannibalen stellen. Und mal gucken, wie das so vonstatten geht. Da sind sie. Oh. So läuft das nicht. Die halten wenigstens nicht viel aus, aber in der Textmeldung stand, dass sie äußerst lichtempfindlich sind und die Taschenlampe schon reicht. Ich habe hier eine Taschenlampe dran. Ich leuchte doch. Und es hat sich trotzdem nicht aufgehalten. Na gut, die halten wenigstens auch nicht viel aus. Hey, wo kommst du denn her? Ih, du bist hässlich. Ih! Lass meinen Kopf dran! Ich drücke doch schon eh! Okay. Eigentlich nicht sehr gefährlich, aber die Anzahl macht's halt in dem Fall. Wie war das? Die Menge macht das Gift. Medipack, Somatgel, Munitionsclip, Medikit, Energiewandler. Gebrechliche alte Knochen. Schön, 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 schön. Ist der echt hier durch den Spind gekommen, okay. So, da vorne geht's nicht weiter, dann können wir ja nur hier lang. Mal up da. Da ist eine Nachricht. Persönliche Glocke. Seit 3 Tagen verstecke ich mich. Mucksmäuschenstill im Dunkeln. Ich muss zum Funkgerät und Hilfe rufen. Ich glaube, ich kann sie austricksen. Wenn ich kleine Sachen werfe, gehen sie den Geräuschen. Anchorman! Bist du das? Oh Gott. Ich rieche dich. Ich rieche Frevelfleisch! Tja. Was Menschen nicht alles tun, wenn sie hungrig sind. Und es ist ja nicht ganz abwegig. Das war's schon? Nein, komm. Da gibt's noch mehr von. Hi. Hat er das Nachladen genutzt? Echt? Gar nicht so dumm. Da ist noch mehr, jo. Viel dazu. Habt das jetzt! Mehr von euch brauche ich jetzt nun wirklich nicht. Jetzt erschrecke ich mich schon vor Geräuschen. So, erstmal ein bisschen Matsche machen hier. Was haben wir denn da? Eine neue Platine. +2 Schaden, -1 Clip. Ah, in der Richtung also befindet sich die nächste Sammelstelle. Was haben wir denn hier noch? Ja, nix. Ja, nix. Gar nichts zu finden. Okay. Dann gehen wir wohl durch die Tür. Wundervoll, wundervoll. So, jetzt ab das Ding. Ressourcensammler online. Was? Wo bin ich jetzt? Oh, ich bin wieder ausgetrickst. Ich muss aufhören, mich in seltsame Frachträume zu quetschen. Man weiß nicht, wo man rauskommt.
schön. Ein Scuff-Artefakt zum Lesen. Was haben wir denn da? Auszug aus dem Scuff-Healung Legionärshandbuch. Temperaturen unter Null überleben. Wenn Sie das Gelände verlassen, müssen Sie einen arktischen Überlebensanzug tragen. Egal wie lange Sie sich draußen aufhalten. Dies ist ein Befehl. Dies ist ein Befehl, es werden keine Ausnahmen geduldet. Benutzen Sie keine Anzüge mit sichtbaren Gebrauchsspuren wie abgenutzten Nähten, Rissen oder losen Helmdichtungen. Eine große Menge minderwertiges Altmetall und ungewaschenes organisches Material. Verzeihung, Sir. Meine Sensoren haben es erfasst. Blabla. Bringen Sie diese Anzüge direkt zur Materialausgabe. Ein Loch, so klein es auch sein mag, reicht schon, um die Kälte reinzulassen, was in weniger als einer Minute zum Tod führt. Der Einsatz von Katheter und Darmsystemen ist Pflicht. Wenn ich hier weiterhin Gliedmaßen finde, muss ich die Polizei verständigen. Sie laufen doch nicht rum und schießen anderen Gliedmaßen ab. Nicht, Sir? Doch, tue ich. Sollten Sie sich eine längere Zeit draußen aufhalten müssen, können Körperflüssigkeiten die Isolierung des Anzugs beeinträchtigen. Katheter und Darmsysteme. Sie behauptet immer noch, ich wäre 200 Jahre in der Zukunft. Nämliches Ding. Werden nach jeder Benutzung sterilisiert und sind absolut sicher. Halten Sie die Dichtungen Ihres Anzugs jederzeit eisfrei und befreien Sie Ihre Stiefel nicht durch Aufstampfen von Schnee, da die Vibrationen die Katheter und Darmsysteme beschädigen. So, ich hoffe, dass sich unser Sucherbot jetzt mal beruhigt hat. Von verwesendem Fleisch immer so intensiv. Oder machen Sie gerade die hart gekochte Eierdiät. Sicherlich sind Sie dadurch sehr begründet. Bla bla bla. Bisschen nervig ist er schon. Nur damit Sie es wissen, mir gefällt der Ausdruck Altmetall nicht besonders. Mensch. Ja, so. Fortschritt speichern, wundervoll. Das ist groß genug, dass da definitiv wieder Gegner kommen, ja? Okidoki. Das ist ja relativ simpel. Oh. Das ist relativ tödlich. Okay, ich muss also nutzen, wenn sie ganz hinten ist. Und dann mit Stase weiterarbeiten. Alles klar. Warum kann ich einfach das Gitter hier entfernen? Nein. Darf dann jetzt in die Station vorbei ist. Warum auch immer man an einer Pumpe Spikes anbringt. Aua. Okay. Einmal Stase wieder auffüllen, einmal Leben wieder auffüllen. Und jetzt wird's interessant. Moment, wir drehen einmal nur dich. Wir drehen einmal nur dich. Und da haben wir schon das erste Problem. Der funktioniert nämlich schon nicht. Aber wir können dich drehen. Oh, nee, warte, das ist ja auch nichts. Das heißt, so. So. Das passt auch nicht. Okidoki, das heißt so. So. Nee. Das geht wieder nicht. Das bedeutet, dass wir die Seite nehmen. Die Seite nehmen. Och, das ist ja bitter. Warum haben wir denn immer mit einem einzigen das Problem? Moment, dann nehmen wir den hier. Und dann haben wir es. Ja, Sucherbot wartet. Soll er mal warten.
Na, da kommen aber einige. Ah, ein bisschen was an Loot. Gut. Dürfte mir mich weniger Munition gekostet haben, als ich dadurch bekommen habe. Okay. Lauf mal, Isaac. Gut. Dann sind wir durch die Pumpenstation auch schon durch. Und gehen die Leiter hoch. Und ein Spind. Zack, mach ab da. Munition. Und Energiewandler. Warum auch immer die ganzen Leute hier Munition in ihren Spinden verstecken. So, hier können wir ein bisschen was finden. Was haben wir da? Schlüsselkarte zum Vorratslager. Sehr gut. Gehen Sie mit diesem Sicherheitsschlüssel zum Lager 212. Ich habe seit dem Franklin-Vorfall letzte Woche nichts mehr von Sergeant Lumley gehört. Ich muss Ihnen sicher nicht sagen, wie wichtig die dort gelagerten Vorräte sind. Finden Sie heraus, was mit Lumley passiert ist und was noch wichtiger ist. Sichern Sie unsere Nahrung und Munition. Marich, ich glaube, ich weiß auch schon, wo es ist. Und die Handwaffe zur medizinischen Hilfe. Okay. Ein Schemata. So, wir gehen aber jetzt erstmal trotzdem hier an die Anzugsstation. Ne? Sogar zwei Stück hier. Wundervoll. Ist noch gesperrt. Wir sollen also erst einmal den Anzug benutzen. Okay. So, arktischer Anzug wurde freigeschaltet. Wir müssen einmal den Anzug wechseln. Und jetzt weiß ich nicht genau, der arktische Anzug, da oben ist er. Müssen wir jetzt einmal auswählen und anziehen. Wenn der aber nicht genug Slots hat, können wir, glaube ich, dann wieder auf unseren ursprünglichen Anzug zurückwechseln und haben trotzdem die wärmeisolierende Wirkung. Das sollten nämlich eigentlich, glaube ich, dann ab da alle Anzüge haben. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler war oder vom System so vorgesehen. Aber gut. Sollte dieser hier allerdings die 25, also die volle Slotzahl haben, dann soll mir das reichen. Einmal zurück. Wir könnten noch die Rig verbessern, aber ich gucke erstmal hier ins Inventar. Ich möchte ins Inventar gucken. Aber wir haben volles Inventar, das ist okay. Das heißt, der ganze Rest interessiert mich relativ wenig. Ich muss hier mal was drücken, so. Hauptsache, Inventar ist vollständig. Dann gehen wir nochmal rein und gucken, ob wir unsere Rig weiter aufbessern können. Hier geht es mir erst einmal um Leben und da können wir tatsächlich uns das letzte Upgrade für die Trefferpunkte holen. Und ich habe noch 3 Torx, das heißt, ich kann auf jeden Fall einmal die Panzerung hier machen. Braucht das Wolfram nicht. Und zurück. Und wir behalten dann erst einmal den Anzug. Ja, ja, Ortung mit B. Wir sollen dadurch, dessen bin ich mir bewusst. Ich möchte aber auch, das ist glaube ich die falsche Taste gewesen, ne? Vorratslageruntersuchung, den hier dann nehmen. Laut eines Textlogs, das ich gefunden habe, unterhielt die SCAF ein Netzwerk aus unterirdischen Vorratslagern, das sich über ganz Tauvolantis erstreckte. Vielleicht komme ich mit dieser Schlüsselkarte in dieses Netzwerk. Ich sollte es zumindest versuchen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Ja, und genau das haben wir dann auch vor, nicht wahr? Gut, wir dürfen nur raus, wenn wir den Arktikanzug tragen. So. Sam! Ich werde es versuchen, Doc. Wir müssen alle vollkommen werden. Mach uns vollkommen. Mach uns vollkommen. Oder wie Nicole zu sagen pflegte, mach uns wieder ganz. Da müssen wir warten, okay. Moment, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, war ich denn jetzt hier schon? Ja, ich glaube, hier war ich schon. Ja, hier war ich schon. Ich muss wieder hoch, alles klar. Das ist quasi... alles gut, da hatte ich mir eine Kiste durchgezogen. Warum habe ich denn das Audio-Log nicht gefunden? Na gut. So, wir gehen nach oben.
Gut, dass er sich nicht verwandelt. Gut, dass wir nicht auf ihn drauf treten können. Nun gut. Unsere einzige Option ist also hier. Wie zum Geier ist er hier hochgekommen? Na gut. Mal rup hier. Genau, da muss ich wieder nach links rüber. Natürlich, er lädt nicht zu Ende nach. Nein, bevorzugt dann lieber stattdessen sofort erstmal ein Stück aus dem Gegner rauszuzerren, statt eben erst nachzuladen. Mensch. So, genau. Ich musste einfach nur ein Stückchen wieder zurück und da war dann das Lager vorhin, da wo ich die Leiter dann kurz hochgegangen war, wenn ich mich nicht täusche. Jetzt muss ich auf meine Temperatur nicht mehr wirklich achten. Das hieß, ich musste, glaube ich, einmal hier durch die Station durch, ne? Genau. Mal ob da. Lasst eure Rationskarten nach jeder Mahlzeit abstempeln. Wir wollen doch nicht, dass da draußen jemand hungert. Und jetzt etwas zum Aufwärmen. Nun gut, das mit dem Nicht-Hungern hat wohl nicht funktioniert. So, wenn ich mich nicht täusche, war es nämlich hier, genau. Hatte ich vorher noch nicht die Zugangskarte, jetzt habe ich sie. Mama, ob da! Und da mal direkt nach und dann kommen wir jetzt schön in die Lagerräume. Optionale Mission! Wuhu! Hier haben wir eine Bank, eine Anzugsstation. Ja, ja, schon klar. Okay, Moment, warum kann ich den dann... Achso, der Fahrstuhl ist außer... Nein, der Fahrstuhl ist nicht außer Betrieb. Das ist faszinierend. Ich muss da vorne lang, aber ich könnte auch. Na gut, wir gehen dann erstmal da lang. Können uns das dahinter angucken. Ah, guck mal hier. Hier ist niemand. Jemand hat die Musik eingelassen. Synchronisieren Sie Ihren Ortungssender mit Sergeant Lumleys Rig. Wir sollten den Transponder seines Anzugs empfangen. Warum hat der General uns hierher geschickt? Junge, ohne Mampf kein Kampf. Ohne Nahrung und Waffen würden wir keine Woche auf diesem Planeten überleben. Lumley hat beides. Macht Sinn. Ohne Mampf kein Kampf. Gut. Dann gucken wir doch mal. Ein Textlog. Nein, nicht nachladen, heute das Ding gedrückt. Eigentlich wollte ich mir eine Kralle ziehen. Aber okay, so, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich jetzt an das Textlog rankomme. War, glaube ich, L für die Logs. Dann war das hoffentlich Lumleys Log. 29. August 2311. Erste Landezone eingerichtet. CMS Franklin und CMS Crozier mit Ausrüstung und Personal unterwegs. 3. September 2311. Aufbau des Lagers schreitet voran. Sergeant George Cochran und 21st Engineering errichten Pipeline zur primären Grabungsstelle. 11. Oktober. Lager ist fertig. Hören wilde Geschichten von primärer Grabungsstelle. 13. Oktober. Stürme erschweren Nachschub. Haben CMS Franklin heute aufgrund heftiger Winde verloren. Crew vermutlich tot. 15. Oktober, Crew der Franklin geborgen. Sie waren auf einmal hier. Irgendwas stimmt nicht. Behalten Sie hier, bis die Zwecksbeobachtung zur CMS Greeley gebracht werden können. 16. Oktober, abschalten, abschalten, abschalten. Mach uns vollkommen. Wunderbar. Der ist dann aber schnell durchgedreht, nachdem die Crew ankam. So, den müssen wir auch mal hacken. Da hätten sie sich aber tatsächlich auch ein bisschen was anderes einfallen lassen können. Zack, und einmal müssen wir noch da. So, wir sollen auch da runter, ne? Ja, mach mal. Ach, es gar nicht runter ist. Okay, ich kann hier vorne wieder irgendwo... Irgendwo da, okay, gucken wir gleich.
Okay, ich soll durch die Tür. Ich kann hier den Sucherbot aussetzen, das ist schon mal gut. Da habe ich aktuell zwei unterwegs. Schön. Aber ja, durchaus logisch. Also absolut nachvollziehbar, wenn man mir sagt, ich wäre eine faule Sau. Dann werde ich halt zur faulen Sau. Oh, was? Das war so ein Spucker, okay. Ey. Da stehe ich halt so gar nicht drauf. Ich den vorher als solchen erkannt, hätte ich mir den zuerst als Ziel vorgeknüpft. Na gut. Kann ja nicht alles haben, ne? Wolfram. Der hat tatsächlich Wolfram fallen lassen. Das ist sehr gut. Hoffentlich lohnt sich die Mission hier. Tür geht zu. Das Eis knatscht. Das ist erstmal nichts Gutes, würde ich annehmen. Okay, wir gehen einfach mal weiter. Oh. Make us whole. Der ist doch bestimmt noch nicht tot, oder? Da vorne soll ich lang. Na okay, er sieht schon sehr tot aus, aber... Na okay, der ist hinüber. Halbleiter. Halbmetall. Hören wir uns mal die Audionachricht an. Okay, auf diesem Planeten geht was echt Krankes ab. Was verdammt Krankes. Ah ja. Uns vollkommen. Was meinen Sie, was das heißt? Sergeant, bitte, Sir. Können wir nicht einfach hier verschwinden? Nein, noch nicht. Der Transponder ist weiter drin. Sind Sie verrückt geworden? Sir, warten Sie auf mich! Tja. Wir gucken mal an, was wir da noch so finden. Oh, eine Störung. Bleib genau hier stehen. Sollen sie doch alle kommen. Schön nachladen. Oh, wo warst du denn hier? Du bist auch ein bisschen ätzend. Also, im wahrsten Sinne. Oh, jede Menge Wolfram. Ist gut. Das war's schon. Okay. Okidoki. War ja gar nicht so schwer jetzt. Aber ich will trotzdem hier durch. Aber bevor wir weitergehen, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Staffel.